Neben dem Zweispielermodus, den ich euch das letzte Mal vorgestellt habe, hatten wir auch die Möglichkeit, den Einspielermodus ein wenig näher zu erkunden. Alles von Alabastia bis Mamoria City war für uns problemlos spielbar. Schon etwas detailverliebt erwartet das eigene Zimmer einen in Alabastia. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die eigene Nintendo Switch-Konsole vor dem Fernseher. Wir hatten die Wahl zwischen Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu. Ich habe mich, wie ihr an der Evoli-Puppe sehen könnt, für Ersteres entschieden. Auch habt ihr einen Globus in eurem eigenen Zimmer, der euch fast schon eine rhetorische Frage stellt. Kaum wollt ihr aus dem Zimmer herauslaufen, da kommt schon der Rivale prompt die Treppen herauf. Er ist nicht nur Rivale, sondern zugleich auch unser Freund. Ihr werdet aber schon sehen, dass er durchaus etwas hinterlistig sein kann, denn er ist ja bekanntlich kein Tali 2.0. Das Poster in eurem Zimmer ist übrigens ein Easter Egg. Es nimmt Referenz zum Intro von Pokémon Gelb, wo sich Nidorino und Gengar gegenseitig duellieren. Die Detailverliebtheit setzt sich im Erdgeschoss fort. Es ist schon erstaunlich, wie detailliert das eigene Haus des Protagonisten mittlerweile so sein kann. Auch Alabastia selbst ist wunderbar in Szene gesetzt und lädt echt zum Erkunden ein. Die Häuser sind übrigens eine Referenz zu den Originalspielen Pokémon Rot und Pokémon Blau. Falls ihr Näheres über solche Fakten wissen wollt, könnt ihr auch gerne mal mein 80 Fakten über Pokémon Video ansehen. Es ist für euch hier an der Stelle jetzt verlinkt. Sicherlich könnt ihr euch noch an diesen Dude hier unten erinnern. Er hat mir mit seinem Satz schon ein wenig ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die Szene mit Evoli ist wirklich hervorragend in Szene gesetzt. Ihr bekommt das Gefühl vermittelt, dass euer erstes Pokémon wirklich etwas sehr Besonderes ist. Und mal ehrlich, wer findet Evoli bei diesen Szenen nicht wirklich verdammt süß? Wie natürlich es sich für jeden Pokémon-Trainer gehört, kann man dem Pokémon auch einen Spitznamen geben, wenn man das möchte. Jedoch ist die Steuerung des Pokéball Plus in diesem Namensmenü derart unpraktisch, dass man versehentlich nach oben oder nach unten drückt, während man eigentlich nur den A-Knopf drücken will. Und deswegen habe ich dankend auf die Namenseingabe von Kiro verzichtet. Sorry Kiro, es tut mir echt leid. Übrigens habe ich keine Ahnung, was das dritte Pokémon von Professor Eich sein soll, denn selbst in Pokémon Let's Go Pikachu wird immer der erste und der zweite Pokéball genommen. Wie in jedem guten Pokémon-Abenteuer auch, bekommt ihr natürlich auch den Pokédex überreicht. Neben den ganzen Kanto-Pokémon, die es im Spiel gibt, wird dieser auch Daten zu dem mysteriösen Pokémon Meltan enthalten. Der Pokédex erfasst übrigens nur Daten, wenn ihr die Pokémon auch fängt, das heißt, sie gesehen zu haben, reicht wie bei anderen Hauptspielen nicht mehr aus. Im Gegensatz zu Pokémon Gelb erhält man diesmal von der Mutter persönlich die Karte. Diese ist dynamisch, das heißt, wenn ihr neue Orte erkundet habt, dann tragen sich auch einige Bilder und Grafiken auf der Karte ein. Auch interessant ist es, dass dieser Typ hier auf die Stufen aufmerksam macht, die man ja so leicht herunterlaufen kann. Dabei werdet ihr gar niemals diese Stufen hier brauchen. Wenn ihr an einem unsichtbaren Item vorbeiläuft, kann es manchmal passieren, dass Evoli euch darauf aufmerksam macht. So findet ihr in Sträuchern zum Beispiel wertvolle Beeren, die ihr für den Kampf einsetzen könnt. Übrigens fand ich die Stelle mit dem Paket ganz nice. Normalerweise musste man ja zurücklaufen, wenn man das Paket von Professor Eich angenommen hatte. Woher der Typ aber weiß, dass ich aus Alabastia komme und sicherlich Professor Eich kenne, macht mir ein wenig Angst. Jedenfalls hat man die Möglichkeit, das Abenteuer etwas abzukürzen und entsprechend nach Alabastia zurückgeportet zu werden. Wie ihr sicherlich wisst, wird der Rivale euch hier an der Stelle herausfordern. Wenn ihr aber auch wie ich denkt, dass das Spiel sehr einfach ist und der Rivale wahrscheinlich auf Level 5 sein wird, dann habt ihr euch geirrt. Zwar ist der Rivale nur ein Level höher, dafür hat er aber den Donnerschock, der ja euer Pokémon auch bekanntlich paralysieren kann. Ich hingegen habe nur den Tackle, Heuler und Rutenschlag, die jetzt nicht wirklich der beste Movepool für Evoli sind. Und obwohl der Rivale einen Attackenvorteil und auch einen Levelvorteil hat, bekommt es die KI einfach nicht hin, mit diesem Vorteil umzugehen. Aber seht einfach selbst. Thank you.
Wie man in zahlreichen Trailern schon sehen konnte, kann man auch mit dem eigenen Pokémon interagieren. Wie ich finde, ist das zwar für die jüngeren Spieler, denke ich, ganz cool, aber für mich ist das eher weniger was. Das ist übrigens das Pokémon-Menü, also wenn man sich das Pokémon einmal näher betrachten möchte. Es ist sehr einfach gehalten, man sieht hier lediglich Attacken und die Werte des jeweiligen Pokémon. Natürlich muss man in Let's Go auch Pokémon einfangen, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Das Pokémon, welchem ich als erstes begegnet bin, ist übrigens ein Taubsie. Am Anfang sind die Pokémon noch ziemlich einfach zu fangen und der Pokéball Plus liegt auch einfach fabelhaft in der Hand. Und je besser er einen Ball wirft, desto einfacher ist das Pokémon einzufangen. Wie auch dieses Taubsie hier. Für meinen Geschmack aber ist es zu einfach, an Erfahrungspunkte zu kommen, denn dieses Taubsie hier hat mir gerade mal mehr Erfahrungspunkte gebracht als das Pikachu Level 6 im Labor. Hier hätte man durchaus etwas noch am Balancing arbeiten können. Auch hier setzt sich die Reihe an neuen Pokémon, die ihr einfangen könnt, fort. Dieses Knofensa hier hätte vielleicht der ein oder andere übersehen. Mein Ziel war es bereits am Anfang, viele verschiedene Pokémon zu fangen, wie es nur geht. Auch bei Knofensa war das sehr, sehr einfach. Übrigens wartet auf Route 1 ein neuer Trainer. Und auch er ist sozusagen ein Easter Egg im Spiel, wenn man es ganz genau nehmen will. Ratet mal, welches erste Pokémon er einsetzen wird. Es ist ein Rapfratz. Fordernde neue Kämpfe nach vorne, Mann. Achtet mal genau auf die Erfahrungspunkte, die ich bekomme. 12. Ich meine, wofür hat man Trainer eingebaut, wenn diese wesentlich weniger Erfahrungspunkte bringen als ein einziges Pokémon, das ihr fängt? Mit dem EP-System in Let's Go Evoli und Pikachu werde ich mich nicht anfreunden. Grafisch überzeugend ist da aber eher die Inneneinrichtung des Pokémon Centers. Sie wirkt einfach mega stimmig mal wieder. Die Heilungsanimation ist schon fast liebevoll mit den Pixel-Arts gestaltet. Ähnliches gilt da übrigens für den Pokémon-Markt. Das Wichtigste in Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu sind da wohl die Pokébälle, die jetzt nur noch 100 Pokédollar das Stück kosten. Wenn ihr so klug seid wie ich, kauft ihr immer schön brav 10 Exemplare, denn da gibt's dann gleich auch noch einen Premierball dazu. Wagemutige Trainer machen sich natürlich direkt zum Weg auf die Pokémon-Liga, der über Route 22 führt. Falls euch das Feature stört, dass Evoli euch die Items immer vorgibt, die versteckt herumliegen, könnt ihr wie ich einfach auch danach suchen. Natürlich habe ich hier auch etwas trainiert. Allen voran deshalb, weil ich gewusst habe, wie stark der Rivale in den originalen Spielen hier an der Stelle war. Neben einigen Radfratz, die ich hier eingefangen habe, gab es hier auch noch andere Pokémon, wie zum Beispiel Nidoran weiblich. In Pokémon Gelb war dies ziemlich wichtig, denn das lernte Doppelkick auf Level 12. In Rot und Blau war das noch etwas anders, denn da lernte Nidoran weiblich die Attacke Doppelkick erst auf Level 43. Ich habe mich jedenfalls dafür entschlossen, es einzufangen. Als ich mich vorbereitet genug fühlte, wartete da auch der Rivale auf mich. Natürlich war ich gespannt, wie sein Team aufgebaut war, denn er hatte in den Originalspielen ein sehr starkes Team. Aber ich würde sagen, macht euch am besten mal selbst ein Bild davon. Tja, das Training hätte ich mir wohl sparen können. Schließlich ist es nicht wirklich schwer, einen fabelhaften Wurf zu landen und mehr Erfahrungspunkte am Ende zu bekommen als für den gesamten Rivalenkampf. Wie gesagt, ich und das EP-System von Let's Go Pikachu und Evoli werden keine Freunde werden. Und übrigens habe ich ein neues Lieblingsmusikstück.
Ich denke, das war ein guter Eindruck von den ersten Minuten, die ich mit dem Spiel hatte. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Vertania-Wald und Marmoria City. Dort dürft ihr euch vor allem auf die Arena und das Museum freuen. Wie findet ihr denn den ersten Eindruck von Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin auf eure Meinung gespannt. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, liken, hypen hier an der Stelle natürlich nicht vergessen. Und falls ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon, auch von Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne hier an der Stelle abonnieren. Doch wie immer verabschiede ich mich und sage bis denn, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.